Moin liebe Freunde von Konoha und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Ja, wir machen weiter mit der Jonin-Stufe und die Bösen. Ich bin gespannt, was uns dort erwarten wird. Ich habe keine Ahnung. Es klingt auf jeden Fall viel spannender. Wir kämpfen als erstes gegen Kabuto. Wir nehmen mal Neji. Shippuden Neji. Ich halte mich jetzt daran, ich werde jetzt Charaktere nehmen, die ich schon im Kampf hatte. Und mit denen ich gut umgehen kann, weil das vom letzten Part, das brauche ich nicht nochmal. Das muss ich nicht haben. Und ihr vielleicht auch nicht. Ich weiß, man erfreut sich normalerweise an Fails, aber muss nicht sein. Vor allen Dingen nicht im letzten Kampf. Bitte. Ich wollte ja eigentlich mit euch auch noch auf Holzkopfsuche gehen. Und, beziehungsweise Seitensuche. Aber wenn man jetzt hier in Konoha die ganze Zeit festsitzt, ist das auch nicht so das Gelbe vom Ei. Okay, gegen Kabuto zu kämpfen, habe ich irgendwie schon erwartet. Er gehört ja mit zu den Bösen. In Anführungszeichen. Bösen. Aber Kabuto scheint recht einfach zu sein. Jo. Vor allem mit Neji. Der alte Experte, der übrigens schon Jonin ist, also nicht Shunin, sondern Jonin. Wir kämpfen gegen Sasuke! Sasuke gehört also zu den Bösen. So. Alter, und der setzt auch noch seinen scheiß Partner ein. Das ist wohl nicht dein Kack ernst, ey. Und vor allem auch noch im richtigen Moment, ey. Ich glaub's nicht. Was für ein feiges Schwein. Kämpft mit eigener Kraft, du Idiot. Oh, Feigling. Wie willst du Itachi fertig machen? So bestimmt nicht. Geil. Unentschieden. Das fährt er ab! Das fährt er einfach ab, du. Ja, nix mit Chidori. Ja, natürlich verpieselt er sich wieder. Ja! Wir haben ihn. Sehr schön. War klar. War klar, dass Orochimaru als nächstes drankommt. Oh, ich finde das echt blöd, dass sie KI-Unterstützung hat. Echt. Ernsthaft. Warum kann er die Unterstützung einsetzen, wer da auf die Fresse kriegt? Das kann ich nämlich nicht. Johnny ist klar. Alter Junge. Übertreib vielleicht wieder. Endlich. Oh Mann.
Och nö, nö. Aber ich kann's auch machen, okay? Mach ich jetzt auch. Aber wenn der Gegner meint, mir jetzt hier dadurch eine Einheit zu müssen, halt ich mir jetzt dadurch auch eine ein. Mir ist auch egal, ganz ehrlich. Arschloch, das. Wir kommen beide auf dieselbe Idee, super. Wieso ist Tenten auf der völlig falschen Seite? Ja, schieb ihm noch ein Item. Gute Idee, Nisi. Oh, Alter. Ha! Geht doch. Ja, und natürlich gleich wieder Hilfe in Anspruch nehmen. Ja, komm her! Okay. Ich hoffe, das ist der letzte Kampf, ey. Alter, das ist ja richtig übel. Oh, natürlich hat er Glück. Meine Fresse. Das war auch der letzte Kampf, Gott sei Dank. Boah, ey. Alter Schwede. Hokage-Stufe. Nee, ist klar. 15.000 Belohnung. Also ich finde, das hätte 20.000 geben müssen. Regenerationsschrift. Silberbarren. Alter Schwede. Oh, 4. Der große Sannen. Gucken wir mal, was das ist. Der große klingt so nach Einzahl. Gegen Tsunade. Ja, okay, Sannen. Ich habe das jetzt mit Sunanen verwechselt. Entschuldigung. Sorry. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen durcheinander gekommen. Wenn der Makakashi. Muss ich jetzt gegen die drei Sannen antreten, oder wie? Plus gegen ihren Lehrmeister, oder was? Ich habe keine Ahnung. Das hat weh. Schon vom Zugucken hat das weh. Aber man merkt definitiv, mit welchem Charakter man besser zurechtkommt, mit welchem. Definitiv. Zu Tode gebissen. Na, kommt jetzt Jiraiya? Natürlich. Und wahrscheinlich danach noch Orochimaru. Kann ich mir irgendwie so richtig vorstellen. Nochmal. Das Schöne ist ja an Jiraiya, dass er schon langsam ist. Nicht nur pervers, auch langsam. Aua. Bevor jemand gerade fragt, was ich gerade mache, ich habe keine Ahnung. Ich drücke einfach nur Wildknöpfe. Eigentlich alles wie immer. Kann ich auch. Ich kann auch Naruto einsetzen. Oh.
Ey, aua, ey, au, au, sag mal. Also diese Entscheidung kommt ziemlich oft, seitdem die eingeführt wurde. Ja, das war wohl nichts mit deinem Rasengan. Ja, hier bescheißt die KI leider sehr gerne. Und da kann man mir auch sagen, was man will. Ja, die KI bescheißt. Und die bescheißt eigentlich überall. Also es gibt kein Spiel, wo sie nicht möglicherweise schummeln kann. Aber wir haben trotzdem gewonnen. War klar. Der gehört eben halt auch dazu. Auch wenn man es nicht glauben will, aber auch Orochimaru ist ein Sannin. Allesamt 50 Jahre alt. Auch das mag man nicht glauben, aber es ist... So kann man ihn auch gut im Nahkampf aufzufahren. Scheiße. Natürlich wird uns das nicht sagen. Ja. Aua. Ach, ich bin runtergefallen. Ich frage mich gerade, wer ist da runtergefallen? Weil ich... Ich schieb dich einfach runter, ist gar kein Problem. Geht doch. Damit haben wir die Sannin aufgeschafft. Geht doch. Warum nicht gleich so? 87 Zähler. Akatsuki. Okay. 21.000 gibt's dafür. Krötenöl dreimal. Seltener Schatz. Mhm. Akatsuki, das heißt Deidara, Kisame, Itachi und Sasori wahrscheinlich. Das sind alle Akatsukis, die dabei sind. Nehmen wir mal Naruto wieder. Lange her, dass wir mit Naruto selber gekämpft haben. Und wir fangen mit Deidara, mit Sasori an. In seiner Marionette, Hiriko. Oder Himiko, ich weiß nicht, ich verwechsel das immer. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall gegen Sasori vom Roten Sand kämpfen wir. Und fängt gleich geil an. Wir kriegen gleich auf die Schnauze. So. Ja, danke. Ist gut jetzt. Ich will auch nochmal... Hallo! Du kannst keinen schon lange freuen. Ja, zieht schön viel ab, ne? Ja, ja, danke. Ja, danke. Ja, du bist ganz toll da. So. Du kannst eigentlich schon lange Freundchen. So. Wenn du meinst, dein Jutsu spammen zu müssen, spamme ich mein Jutsu jetzt auch. So, was ist jetzt davon? Ja, Kakashi lässt sich natürlich so schön zur Zeit.
ein Item haben. Danke dafür. Nö, ist klar. Ja, übertreib's gleich wieder. So. Meine Fresse. Jetzt ist Deira dran. Wie gesagt, ich werde jetzt auch mal meinen YouTube spammen, ne? Na komm, Feigling. So. Na. Grüße gehen übrigens raus an den Scarfon. Der liebt ja den Deira, das weiß ich. Das ist ja sein Lieblingscharakter. Ich habe dich nämlich gestern wieder in den Kommentaren gelesen. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Wenn du bis hierhin geschaut hast. Du hast mir ja geschrieben, dass du deine Situation klären konntest. Das war Deira. Jetzt dürft ihr... Ach so, jetzt kommt der normale Sasori, okay. Ich dachte eigentlich, es würde erstmal Itachi kommen und Kisame, aber naja, das erscheint nicht. Natürlich ist Sasori in dem Zustand tick schneller als vorher. Aua, nicht nett. Jo, haben wir. Jetzt kommt Kisame, okay. Der ja auch gerne den, der Bijou-Geist ohne Schwanz genannt wird. Was für seine Kräfte spricht. Wow. Ja, natürlich. Oh, ich mir die Techniken auch mal zu sehen. Ja, du bist ein ganz toller Hack. Und du spammst mir ja schön deine Hilfe. Schön zum Body. Freut mich, dass du jemanden hast, der dir hilft. Meine Fresse nochmal. Sowas nervt. Wenn du meinst, spam zu müssen, spam ich jetzt auch. Ach, Alter, wie lange konnte er das durchziehen? Kurz.
Habt ihr das gesehen, wie lange er es einfach durchgezogen hat? Sie kommen dann. Ja, er weicht einfach aus. Na klar. Natürlich. Oh, du alter Bescheißer. Ja, komm. Ja, komm. Die Kacke, Alter. Danke. Meine Güte nochmal. Sie kommen dann noch. Nach dem Kampf werde ich dann auch die Folge beenden. Also wenn ich das früher echt schon durchgezogen habe, beide Witze. Falsche Richtung. Alter! Jetzt bremst er wieder seinen Alliierten. Ja, komm. Du bist wieder der Beste. Ja. Kennen wir alle schon. Oh, sag mal. All dieses Gespamme von den Alliierten geht mir echt auf den Sack. Das muss ich ja ehrlich mal sagen. Ich wollte gerade sagen, wie weit fliegt der? Oh, das war die Touch. Boah. Meine Güte. Jo, Freunde. Team Hokage. Oh Gott. Nein. Gegen alle Hokage zusammen, oder was? Das heißt, gegen Hashirama, gegen Tobirama, gegen Hirusen, gegen Minato und gegen Tsunade, oder was? Oh, nö. 21.000. Oh Gott, das wird übel. Nächste Folge. Ich bin schon komplett fertig. Komplett fertig mit der Welt. Okay, Freunde, wenn ihr mögt, sehen wir uns dann morgen wieder zu einer neuen Folge, wo wir dann gegen die Hokage antreten. Also ich gehe mal davon aus, dass es so ablaufen wird. Wir sehen uns dann wieder. Ich sage nun einfach, euer Lasser, ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen und natürlich ganz wichtig auch weiterhin, bleibt gesund, Freunde. Ciao, ciao.